Bitte? Ach, recht nervig. This is surely not what you thought it would be. Ich bin am besten, wenn sie gegen nicht da ist. Otto Rehhagel. Wenige Wochen später stand das Spiel der Spiele an. Gryffindor gegen Slytherin. Das Prestigeduell schlechthin. Snape buchte uns so oft das Feld, dass wir beinahe rund um die Uhr trainierten. Völlig erschöpft, wie jeden Tag in die Kirche zurück, wenn uns Montague mal wieder über den Platz gescheucht hat. Miles war exzellent, spinnete die Jägerin von Gryffindor und kam dabei auch noch straffrei dabei weg. Tja, so waren wir es realisiert. Das Verhältnis zu Draco war weiterhin mehr als kühl. Wir hatten kein Wort mehr miteinander seit der verhängnisvollen nachgesprochen. Das blieb natürlich nicht unbemerkt. Und Jan hielt sie Kommentar zurück. Inzwischen wusste auch Miles, was passiert war, und er und Adrian heizten mich ungemein auf. Roger war jetzt befestigt. Ich wollte gar nicht daran denken, dass sie nächstes Jahr die Schule schon wieder verlassen würden. Aber bis dahin waren ja noch viele Monate, und so konzentrierte ich mich auf das Spiel. Immerhin hatte ich noch nie gegen Gryffindor gewonnen, und für mich wirklich unerträglich war. Das Spiel sollte Mitte November stattfinden, und die Temperaturen waren dementsprechend. Draußen pfiff der Wind fast und patschte die Regentropfen gegen die Scheiben. Ich kann mir besser selbst für das Spiel vorstellen, sagte ich mir. Zur Decke der großen Halle, die wie immer das Wetter von draußen spiegelte. Wir saßen beim Frühstück, es war der Tag des Spiels. Hör ich doch mal diese Werbezauber von neulich, empfahl er drin und biss in sein Toast. Es war wirklich gut, bestätigte Mainz. Mit dem Deko unterbrochen, der auch gerade kam, und trug ein Abzeichen vor meiner Krone auf der Brust. Gute Schumhange, die Muskeln zeigten sich gleich darunter ab. Ich senkte den Blick und schluckte. Ganz ruhig, flüsterte mir Alvin zu. Ja, wie so gut im Sack, verkündete Drake und ließ sich irgendwo in der Nähe nieder. Was hat denn da an Unheil, wusste ich in die Richtung aus. Adrian schaute auf, knipp die Augen zusammen und sehen, was da stand. Weasley ist unser King, entfuhr es ihm fragen. Drake wandte sich um und so. Und wie ein Moment begegnete sich uns Blick. Es war nur ein Sekundenbruchteil, doch es reichte schon, um mir alles von dem Wunder wieder abzureißen. Ich schwingte mir einen blicklosen Schritt und den Rest meines Creeps ab und klar, wir haben sogar ein kleines Lied in Stitt Weasley dazu, wenn die den Wolf von uns hatten, sagt Drake dazu, und der verwegt nickte und sich dann wie die meisten mitzuhalten. Was wird? Es wird Zeit, ertönte die Stimme von Montague. Wir hoben uns und schritten ein Mal mit beinfalter Stimme ins Haus großen Halle. Von Lippen und Knüssel gerichteter hinter Crab, Gold und Draco. Adrian, Miles und ich bin nachholt. Die Gruppe zwar besichtigten schon das Feld. Als sie uns sahen, gingen sie in die Umkleidekabine. Seht ihr, die haben jetzt schon Angst, erklang es von vorne. Irgendwie habe ich gerade Lust, mich vom Herzen in den Mietum zu stürzen. Und ich quatsch, das wird alles schon wieder. Also Miles, sag sie. Miles nicht zu bestätigen. Stören folglich den Jungs in die Umkleidekabine. Draco sah mir nicht in die Augen lassen. Ein Kron am Technik. Ich nahm es widerstandslos aus. Es war sinnlos, sie zu diskutieren, und lassen sein wollte ich gewinnen. Schweigend verließ ich die Kabine. Es war zu kalt, aber der Himmel war grau und wolkenlos. Keine Rauchwolken wenn sich aus sich ausordnete. Ich sah mich um und blieb schließlich bei Dracos Haar hängen, als ich mir Licht schimmerte. Kapitän, gebt euch die Hand. Und dem Hut stimmte in die Wirklichkeit zu Montague und Angelina Johnson gaben sich die Hand. Auf die Besen. Am Pfiff ertönte und die 14 spielen schon in die Höhe. Mal flog in Richtung Torringe, Adrian und ich uns auf den Koffer konzentrierten. Potter mit dem Koffer. Gib an Pusey. Pusey wird zu Potter. Ah, ein guter Klatsch. Sie am Torwurf. Die Stimme von Lee Jordan halt über das Stadion, während ich wütend zu Fred Wheatley hier wieder und Gryffindor im Koffer besitzt. Jonathan gibt an Katie Bell, aber er reicht den Klatscher von Gold aus. Ich schnapp mit dem Koffer, als Katie gerade zu Angelina werfen wollte, leitet einen neuen Angriff ein, indem ich einen Koffer zu Montague warf. Und Montague rief zu Pusey, der einen Klatsch von George Weasley ausweicht. Als das in den Flug antwortet Adrian sich so den Koffer. Gute Abnahme von Spinnen. Das scheinen die Leute ja zu lieben. Hören wir mal, was sie singen. Wie verstummt dafür hat die Bühne kam laut herauf. Weasley fängt doch nie ein Ding, schützt ja keinen einzigen Ring, so klingen wir von Slytherin. Weasley ist unser King. Weasley ist dumm wie ein Plumpumring, lässt jeden Koffer durch den Ring. Weasley sorgt für unseren Gewinn. Weasley ist unser King. Adrian grinste, als ich ihm vorbeiflog und meine Standardtasse mit. Ich selbst entstand mit dem Koffer. Und Potter hat einen Koffer. Sie fliegt. Eine schöne Kombination um Bell und Spin. Gibt ab an Pusey. Pusey weicht einen Klatscher aus, gibt weiter an Potter, dem neuen Hüter von Gryffindor und Ron Weasley ein vielversprechendes Nest, denn wir sich schlägt. Komm schon, Ron! Es sah Rons verzweifeltes Gesicht vor mir, hat sich zum ganzen Bett damals und wollte möglichst viel abschieben, doch ich war genau durch die Lücke. Und Potter trifft Jensen und Slytherin. Sie sangen noch einmal laut, während ich
Sind weg von weiter Sambrat im Montekio, Bruder im Platz. Spielen nicht weiter. Ronald hat das Gläser von uns erhielt, dass er jetzt den Ball durchnimmt. Mit mal ganz 40 zu 10 für uns. Und immer wieder hatte ich mich dabei, weil ich mich die meine Lieblings bezummte. Einen Raum und hörte, ich riss meinen Besen um und sah Harry und Matt im Sturzflug auf einen kleinen goldenen Schirm in den Punkt zu fliegen. Komm schon, brüllte Harry und nur wenige Meter neben mir, fast die beiden Bauwerte. Wir standen gleichzeitig an zu sehen, wie Harry die Hand um den goldenen Ball schloss. Das gibt es doch nicht, rief ich wütend. Das war meine vierte Niederlage gegen Gryffindor im vierten Spiel. So, wegen der Bilanz war schlichtweg nicht möglich. Es ist alles schieben, wüsste Adrian, während wir durch den Boden sahen, zwischen Harry und Draco sprangen. Bis die Gryffindor haben sich glücklich, wenn Draco die Szene mit und in den Augen dörfe. Hast du Weasley den Hass gehört? Was, fragte Harry. Ich habe noch nie einen so mäßigen Abend gesehen. Hat ihm mir nicht gefallen, hätte sich um. Und ich knurrte den. Wieder nicht? Fragte Agnes. Wieder nicht? Versteckte ich sie schnell und bei dem war dann doch. Wir hatten eigentlich noch ein paar Beschwerden schreiben, mischte sich schon mal wieder ein. Aber wir haben keine Leimer auf Fett und hässlich geworden. Wir wollten jetzt ein bisschen Mut singen. Nichts Nützliches verlieren konnten wir auch nicht einbauen für seinen Vater, weißt du? Fred und George, die hier rübergekommen waren, hielten mitten in Bewegungen und fixierten Draco. Lass ihn reden, beschwörte Angelina sie. Also nicht stand neben Bart, das Schauspiel gebannt. Aber so magst du die Weasleys, Otto Potter, für mich längst deine Ferien bei ihnen. Ich verstehe nicht, wie du den Gestank aushalten kannst, aber ich vermute mal, wenn du bei Morgen aufgewachsen bist, nicht sogar die Putze, Bruchputze zu Weasleys ganz täglich. George und dann Angelina, Katie und Alice hatten mir Fred im Zahn zu halten. Otto, vielleicht senkte die Stimme, vielleicht weißt du noch, wie das Haus an deine Mutter gestochen hat, Potter. Sascha bei den Weasleys endlich daran. Ich zog schon die Luft ein. Also Rinken griff mit einem Rücken nach meinem Arm. Harry ließ George los und beide stürzten sich auf Draco. Wir schon sehen mit fasten Dracos Magen und George auf seine Nase. Harry, George, nein! Viele verschiedene Stimmen vermischten sich. Aufhören! Madame Hood schiss mit seinem Zauber George und Harry von Draco los. Grimmte und stark aus der Nase blutete. Dabei bekam ich mit Harry und George ins Schloss. Adrian hatte meinen Arm wie immer noch fest und klar und zog mich näher an sich. Entsetzt statt ich zu Draco. Ich rang mit mir und doch machte ich einen Schritt vorwärts. Als hinter mir eine Stimme tönte. Bei Madeline, Draco. Pansy stürzte an mir vorbei, kniete sich neben ihm und ging an. Komm, flüsterte Adrian und zog mich in die Richtung der Kabine. Da trafen wir auf Max Stumm, zogen uns um, die uns waren betrübt über den Nieder und ich eben nach mich in Traum zu einem Draco. Wir gingen zurück in den Mannschaftsraum. Auf dem Weg in die Kette kam uns Pansy entgegen. Draco ist im Krankenflügel und verkündet sie. Dein Bruder ist absolut gewaltbereit. Ich hoffe, Professor Umbridge wird Weasley eine gerechte Strafe teilen. Wie kommst du jetzt auf Umbridge? Fragte ich. Sie ist auch in. Ich bin von McGonagall gegangen, erklärte sie. Hä? Bruce Mal. Das Gemeinschaft zusammensetzen. Bist du bescheuert, Letchley? Fragte Pansy. Draco ist verletzt und sie sitzt hier zu sehen. Ja, was wollen wir denn bitte machen? Redete ich. Na, dass dir nichts an ihm liegt, war dir klar, rief Pansy. Mensch, Parkinson, mach, dass du wegkommst, sagte Adrian genervt. Pansy warf noch einen gehässigen Blick in die Runde, drehte sich um und stürmte hinaus. Erschöpft ließ ich mich in den Besessen nach hinten fallen. Kann es sein, dass ich euch nicht unbedingt gut verstehe? Fragte Miles glänzend. Ich hob den Kopf und blickte zu ihm rüber. Ist das so offensichtlich? Adrian Miles nickte in sich. Ich hasse sie, gab ich zu. Sie sind einfach nur unausstehlich. Wie war, murmelten die Jungs.